weiß doch auch nicht. Wir haben doch schon flüssiges Teams gehabt. Ich habe doch da nichts umgestellt. Ich bin ja keiner, der sonst auf die Grafik guckt, der da, also wenn es da ab und zu mal ruckelt, dann gebe mich mit wenig zufrieden. Spinnhöhle, Yahoo. Okay, wir sind hier in der richtigen Höhle. Blutiger Saft. Tops, du hast deine Quote um 3 Prioren verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Schaumes Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deiner dummen Feder bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Nicht die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt des üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 Zivilisationen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur dein Essensprivilegien. Essensmeister ist furchtbar. Tops? Tops? Dick schickt mich. Bist du hier drin? Hier muss es wirklich grausig gehen. Spinnen habe ich jetzt eigentlich weniger Bock. Schafspilz hinter Mütze. Was für viele für seltsame Mützen kriegen. Die mal alle irgendwann mal noch verkaufen. Oh, hinter uns. Fantastisch. Spinnenhöhle. Und kramme die auch noch aus allen Löchern raus.
Tops war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. In diese Höhle sein muss. Von woher? Die Spinnzomber haben wir leider noch nicht. Aber jetzt läuft's doch. Also wenn ich jetzt hier... Habe ich die richtige Einstellung getroffen. Ich hoffe, das bleibt dabei. Okay. Warum zum Henker haben wir... Okay, was war hier drin? Im Zweifel machen wir hier mal Crucio rein. Wir werden es nicht binden, wir werden es. Hier. Expelliarmus. Der bessere Fluch. Obwohl wir es mal in den Spinnen ausprobieren können. Und was es bringt. Ich bin nicht weiter, sonst überlegst du noch gut. Liebe Spinnen, böse Spinnen. Du bist wieder da. Spinnennetz, Nester. Ist das widerlich? Na, fantastisch. Während ich hier gekrocht komme und mich nicht wehren kann. Jetzt ging er umhang. Ach du Heiliger! Das war die Punkte, die wir einsammeln können. Blutiger Saft. Oh, Kacke. Ich habe gesagt, ich überlege es mir nochmal. Kleines wissenschaftliches Experiment. Gegen Spinnen können, kann das wirklich von Wollen die Rede sein.
Och nee. Zu diesen Gang hier durch. Da war vorher ein Umhang drin. Den haben wir wahrscheinlich schon. Ach komm. Spinnzahn. Oh, wir haben dich kurz zu bekommen. Oh, du bist zertreten. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutige hier verspeist und musste tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Das sah grauenhaft aus mit der großen Spinne. Die war ja wirklich hilflos. Wenn man es dann mit anderen Spinnen beschäftigt, aber die war ja wirklich. Die konnte mir ja gar nichts. Also so viel dazu, das bringt mir im Kampf nichts. Da tat mir die riesige Spinne fast leid. Fast. Betonung auf fast. Aber Menschen, Kobolden, nee, ich weiß nicht. Das könnte ich nicht. Ach! Ja, geh weg mit dir. Was? Du bist nicht immun gegen Kruzion. Erzähl mir nicht. Ich kann Energie leisten. Was ist los? Stirb! Was soll denn die Scheiße hier? Ach du Scheiße! Können die Dinger auch sterben? Ach du Scheiße! Kein Krieg hin. Ja, die hat allen Grund, mich anzugreifen. Plötzlich bin ich tot. Was soll denn der Scheiß hier? Nein, nein, nein! Ach du Scheiße! Ja, 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 ich hab dich böse gemacht. Ich hab's verdient.
Akromantula. Das ist keine Spinne, das ist eine Akromantula. Noch da. Wow. Ich glaube, die haben wir mit der Macht ausgeschaltet. Mit der uralten Magie. Wow. Das ist eine Nebenquest, die ich keinem gönnen will, der ernsthaft Spinnen vor mir hat. Das war echt hart. Diese Sidequest. Oh nein. Ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Und der sieht nicht sehr lebendig aus. Wenn Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat die Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Ach nö. Können wir seinen Meister foltern? Erzählt Dick von seinem Freund. Also ich würde es ja nicht an Menschen machen, an Spinnen über. Aber wir haben den Brief gelesen, weil ein Haus der Elfen so behandelt. Jetzt hätte ich Bock drauf. Ein bisschen, also tatsächlich machen, ich weiß nicht. Erzählt Dick von seinem Freund. Ach Scheiße, ich will Dick nicht von seinem Freund erzählen. Das will die Botschaft, will ich die Kunde, will ich nicht überbringen. Dick sagt mir, wo sein Meister ist. Ich hab da mal ein Wörtchen zu reden. Wie soll ich denn da jetzt durchkommen? Ich kann im Wasser nicht zaubern. Wegen Blutegelsaft. Oder das war doch Blutegelsaft, oder? Confringo! Was der sammeln musste. Der hat 3 zu wenig gesammelt und hat deswegen kein Essen bekommen. Die Nassen war mal blutige Saft sammeln und kein Essen bekommen. Okay, hier geht's nicht lang. Müssen wahrscheinlich den Weg zurück, den wir gekommen sind. Hoffentlich nicht. Ah, Spinnen. Hört das noch nicht auf. Fliegt der Hexenhut. Sieht gut aus. Der passt sogar. Das ist der erste Hut, den ich tragen kann. Nehme ich. Wir haben einen neuen Hut.
Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Wart's ab, bis der mir auf die. Bis der mir in die Hände kommt. Der Meister von Diek. Nicht von Diek, sondern. Der ist unsere stellvertretende Schulleiterin. Aber von dem. Na warte, wenn der mir in die Hände kommt. Der Meister von Dicks Kumpel. Genug von Spinnen, ich muss hier mal. Ich muss hier weg. Aus dem verbotenen Wald. Dann ziehen wir wieder eine waschechte Hexe aus. Mit dem Hexenhut. Auf dem Besen. Wir können wahrscheinlich nicht auf dem Astronomieturm landen. Da wären wir schon ganz in der Nähe. Nachdem wir jetzt Astronomieunterricht gehabt haben, könnte man das eigentlich machen. Ja, aber es läuft weitestgehend flüssig. Weitestgehend. Wo ich es gerade sage. Jetzt nicht holen sollen. Ach so, das sind hier die Brücken, wo schon mehrfach drüber gelaufen sind. Die Schlossteile miteinander verknüpfen. Sehr, sehr schade. Das wäre eine schöne Abkürzung zum Raum der Wünsche. Ist irgendwo ein Hof, in dem wir landen können, der in der Nähe ist. Vom Turm. Hier können wir landen. Auf der Brücke wahrscheinlich. Hält ich für ein Gerücht, dass ich nicht absteigen kann. Aber hier kann ich absteigen. Das ist eine Nebenquest. Schlüssel sind zurück. Genial, oder?
Ist alles in Ordnung? Ja, tut mir leid. Es ist nur... Ich bin übrigens Nelly. Ich freue mich nur so, dass die daedalischen Schlüssel zurück sind. Was für Schlüssel? Die daedalischen Schlüssel. Die hast du sicher herumfliegen sehen. Angeblich wurden sie vor Jahren von einer früheren Schulleiterin, Professor Maul, verzaubert, um den Inhalt einiger Schränke zu schützen. Professor Black hatte keine Lust, sie zu entzaubern, und sie tauchen alle paar Jahre wieder auf. Versuch doch, einen zu fangen. Warum sollte ich? Jeder Schlüssel führt dich zu einem verschlossenen Schrank im Schloss. Wenn du den Schlüssel ins Schrankschloss bekommst, was nicht leicht ist, findest du vielleicht eine Belohnung. Warum beschwor Professor Mole fliegende Schlüssel? Ich habe gehört, dass sie damit Peeves von Wertgegenständen fernhalten wollte. Aber wer weiß schon, ob das stimmt. Er ist ein Poltergeist. Die kommen doch fast überall hin. Du willst die Herausforderung doch sicher selber abschließen. Oh, ich habe es versucht, aber ich komme nicht mal an die ersten Schränke. Vielleicht hast du mehr Glück. Ich will nur wissen, was in den Schränken ist. Okay. Vielleicht werde ich das mal probieren. Das solltest du. Ich glaube, ich habe sogar einen Schlüssel im Astronomieturm gehört. Halte die Ohren offen. Aha, ich hoffe, du folgst wenigstens ein paar Schlüssel. Ach, diese Schlüssel. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Habe ich schon vermutet. Habe ich mir schon gedacht. Jetzt erstmal zu Deeks. Ich nenne ihn immer Deeks. Ist eigentlich nur Geek ohne S. Deeks ist es nur, wenn es seiner ist. Deeks, Freund, Deeks. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Deeks Zeug. Null Krepier. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Wo muss ich hin? Wenn mir nur jemand Neues aus meiner misslichen Lage helfen würde. Also ich bin schon seit einer ganzen Weile hier. Ich finde es wie Neues. Ist das nicht Sebastian? Wir laufen auch hier rum in Hogwarts. Und eine Schulmantel. Deine Geist rennt immer noch vor seiner Frau weg. Möglicherweise Frau. Sechse. Jetzt mit dem Hut ist das echt. Sieht gut aus. Das passt echt zusammen. Den Hut behalte ich. So, Deeks. Deeks, schlechte Nachrichten. Darum der Wunsch ist auch extra verglitscht. Ich will einen neuen Trank bauen. Den hier bräuchten wir. Aus der Höhle zurück, Deek. Wunderbar. Deek hofft, Sie haben Tops von Deek gegrüßt.
Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Oh nein! Das hat Deke befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Deke wollte immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Lass die Sache, Sache mal. Und du kein Arschloch. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund, Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Das ist völlig in Ordnung. Nimm dir die Zeit, die du brauchst. Wir beanspruchen Deke jetzt erstmal gar nicht mehr. Sein, wir können mit ihm nur noch ein bisschen. Kannst du die Beleuchtung hier drin ändern? Nein, kann er nicht. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten? Ich will nochmal weiter jetzt zu stimmen. Ach, ich lasse es so, wie es ist. Sprechen. Aber trotzdem danke, Deke. Och je, der Arme. Den lassen wir erstmal in Frieden. Okay, ich würde jetzt mal endlich, das haben wir schon lange aufgeschoben, endlich mal die Demigeist-Monde. Hogsmeade. Hogwarts, Hogsmeade und alle Dörfer nach dem Start ab. Ich war ja Weihnachten noch beschäftigt. Das muss hier doch die neue Spinne sein. Einfach Mantula. Das war hier gut, dass Deke uns nicht verraten hat, wo die wer der neue Besitzer von seinem Freund ist. Dann können wir auch keine Rache ausüben. Ja, Rache ist keine gute Sache. Das reimt, deswegen stimmt's. Wenn das nicht die Schatz. Das läuft jetzt weitestgehend flüssig. Wo führt uns das jetzt hin? Das führt uns innerhalb von Hogwarts. Nachrichten haben wir jetzt im Inventar. Lumos. Okay, das ist ein Gemälde neben einer. Hinter zwei Säulen, neben einem Torbogen. Ah!
Okay, das finden wir gerade nicht. Ob mir eine freundliche Seele hilft? Wenn mir nur jemand Neues aus meiner... Wir folgen meinen Spuren, wo immer die uns hinführen.